verletzen sich. Und der. Und der. Au. Was war denn das für das gerade? In your face. Oh, noch mehr. Was war denn das jetzt? Hat es der hinter sich oder ist der noch am Leben? Oh oh. Warum brennt es jetzt hier? Oh, cool. Den habe ich ins Feuer gestürzt. Hier. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Alter, der Matthias, war das der Typ von mit der Krücke? Oh, 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 oh. Ist das der Anführer von den Typen hier? Eieieieieieieiei. Fällt mir aber irgendwie überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Oh, hier ist Nahrung, glaube ich. Ja. Und da oben können wir was anzünden. Ja, können wir. Aber wir haben keine Fackel. Ist das scheiße? Wir haben wirklich keine Fackel. Oh, hier oben ist aber. Oh, guck mal, da ist was drin. Eine Kiste, Bergungsgut. Gib uns viel Bergungsgut, danke. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen. Okay, es ist eine Reliquie gewesen, okay. Ah, da unten können wir die Fackel anmachen, sehe ich gerade. Ist da irgendwas? Oh, guck mal, wir könnten hier nach unten theoretisch und da vielleicht. Ist klar. Oh, und da unten ist ein Geocache, das sehe ich jetzt schon. Okay, das erste, was wir machen werden. Ja, lass ich mal bitte fallen, Lara. Danke. Wir zünden hier die Fackel an, weil nach oben müssen wir dann wahrscheinlich weitergehen. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Fackel anzünden. Haben wir. Nein! Jetzt habe ich Shift gedrückt. Shift ist Fackel löschen, deswegen. Ich bin immer irgendwie dazu angehalten, Shift zu drücken, wenn ich sprinten möchte, aber es geht ja hier nicht. Reflex. In Brand setzen. Was? Komm, gib mir die Kiste. Bergungsgut. Nice. Da kommen wir nicht weiter. Jetzt gehen wir weiter hier. Na, komm her. Springen. Kommen wir durchbrechen durch sowas? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wo habe ich den Geocache gesehen? Da drüben. Okay, wie kommen wir denn da hin? Oh je. Wenn ich sie versuche rüber zu springen, das klappt doch niemals, oder? Wie kommen wir denn da hoch? Okay. Komm, lass dich rein. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, hier haben auch noch irgendwas. Nice! Macht dann Reliquie oder so, ne? Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Schön, schön. Da ist auch noch was. Ich glaube nicht, dass ich hier rüberspringen kann, ehrlich gesagt. Ich muss, glaube ich, von da oben rankommen.
schon. Irgendwas? Ah, erkunden, FTW. Da kommen wir auch noch hoch, glaube ich. Bitte hier. Cool, cool. Na komm, komm ich nicht hoch? Komm ich nicht hoch? Sieht voll so aus. Hier komme ich wirklich nicht hoch. Naja, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht, sagt der Lichtschirm auch. Weiter geht's. Aber hier kommt hoch, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne da runter, und zwar hier. Ja, ja. Geocache. Ein von zwei, okay. Was haben wir? Munition für die Waffe brauchen wir nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, hier haben wir die Typen, glaube ich, weggezogen, ne? Da ist noch eine Nahrung. Ja, hier standen die zwei Typen vorne. Sonst irgendwas? Ah, da ist ein Lagerfeuer, da können wir kurz unseren Fähigkeitspunkt ausgeben. Ist da schon wieder so ein blöder Geocache in dem Wasserfall drin? Nee, hätte ja sein können. Haben wir alles schon hinter uns. Okay, Ausrüstung, da können wir bestimmt wieder verbessern. Mache ich nochmal Bogen? Ah, der Bogen ist eigentlich cool. Ich finde Bogen ziemlich nice. Verstärkte Wurf einmal ermöglichen mit mehr Zug und so. Ja, komm, ich mach mal die Waffe. Die Waffe auch ein bisschen irgendwie gemacht haben, wenigstens. Erweitert das Magazin? Ja. Gut. Ich finde es schön, dass Laura mit ihrem eigenen Fachwissen Pistolen und sowas verbessern kann. Das ist sehr, sehr schön. Fähigkeitspunkt, alles klar. Überleben-Upgrades. Alter, oh, ich hab's falsch gemacht. Okay, Jäger-Upgrades oder Überleben-Upgrades? Ich mach nochmal Überleben-Upgrades, das fand ich echt ziemlich cool. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Das hört sich gut an, ehrlich gesagt. Bergungsgut von Tierkadavern, finde ich gut. Hammer. Ich will noch ein paar Tiere finden, ne? Okay, jetzt geht's wieder nach oben. Also bis jetzt finde ich das Spiel ganz cool eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Man ist natürlich sehr eingeschränkt am Anfang, was man machen kann und man wird natürlich sehr geleitet, sage ich mal. Es gibt immer mal so ein paar kleine Passagen, wo man quasi selber auch mal was machen kann. Aber nichtsdestotrotz wird man natürlich sehr geleitet, aber es macht viel Spaß bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Es kommt auch so ein bisschen das Tomb Raider-Feeling natürlich auf. Kann einiges auf jeden Fall, finde ich, kann einiges. Hier irgendwas? Nee. Okay, weiter geht's. Modell freigeschaltet. Hauptmenü Extras. Extras. Ah, hier nicht. Im Hauptmenü. Ist hier noch irgendwo was, was man machen kann? Nö. Okay. Ich schaff das. Oh, okay. Achso, ich muss da oben drücken. Ich bin Laura, ich gucke einfach mal dahin, was ich mache. Komm weiter nach oben, Kindchen. Oh nein, 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 nein. Weiter nach oben. Oh, im Regen so eine Aktion zu machen, ist ziemlich krass. Schön, dass der Regen immer alles abspült. Blut und sowas. Gut gemacht, Lara. Sehr schön. Haben wir irgendwas? Nö. Oh oh. Eine Kiste hier. Ist hier irgendwo was? Nein. Oh, das war ein von uns. Oh, das ist ein Bein.
Alter, das sieht ja ekelhaft aus. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Oh. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Hat sich ein Mensch ein schönes Lager gebaut. Tu mir das nicht an, du verdammter Mist. Bewusstlos. Scheiße. Ja, also wir müssen uns erstmal um den Roth kümmern, wie es aussieht. Schön Medizin besorgen und so. Vielleicht können wir aus Bergungsgut eine Aspirintablette bauen. Wer weiß, Lara kann alles. Oder so eine schöne Paracetamol für die Schmerzen. Herrlich. Was mache ich jetzt bloß? Ja, wie wär's mit Medizin? Das Rudel ist irgendwo da oben. Klar. Oh, die können wir ausnehmen hier. Ich setze uns aber erstmal ins Lager. Damit wir das gespeichert haben, weil das war es erstmal für heute, zumindest für diese Aufnahmesession. Ich werde dann sehen, wie ich die Folgen schneide. Entweder die Folge ist jetzt zu Ende oder es geht direkt im Anschluss weiter. Ihr könnt also gespannt sein. Bis dann. Ciao, ciao. So, liebe Freunde, da sind wir wieder mit Tomb Raider bei Kingswatch. Mein Name ist Lichtschimmer. Es geht weiter hier an dieser Stelle. Wir haben also gerade den Roth... Oh, sind es hier? Es sind Fußspuren auf dem Boden, alles klar. Wir haben also gerade den Roth hier gerettet, quasi vor dem... Also nicht gerettet, aber... Wir haben geholfen bei den Wölfen. Was haben wir hier Schönes? Aha. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Fackel, die wir nicht haben. Wie kommen wir da rüber? Da hinten irgendwo, glaube ich, ne? Okay, besuchen wir uns erstmal eine Fackel. Von hier zum Beispiel. Haben wir... Ne, haben wir nicht. Nochmal. Danke. Weiter geht's. Und jump! Ja, Lara, du kannst es. Okay, und andere. Kommt es wahrscheinlich da runter, nehme ich mal an. Nee, kommt nicht. Kann man das hier irgendwo runter? Achso. Was ist das? Ah, wir können es in Schwingung versetzen, alles klar. Nach da schwingen? Können wir irgendwie damit. Ah, hier können wir, warte mal. Können wir das überhaupt in die Richtung zum Schwingen bringen? In die Richtung. Mann, das ist auch eine Scheiße, ey. Bringen wir aber nichts in die Richtung, das irgendwie zu schwingen, ehrlich gesagt. In die Richtung hätte ich das gerne geschwungen. Geht nicht. Das
Geht nur in die Richtung, das zu springen, ist doch scheiße. Von hier unten komme ich auch nirgendwo ran. Hm. Also da weiß ich nicht so genau, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Schade, schade. Angezündet haben wir es auf jeden Fall schon mal. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ah, da hoch, ich will da hoch. Hier können wir hoch. Da ist ein Geocache. Danke. 1 von 15. Alter Verwalter. Das ist aber einiges. Oh, hier ist ein kann ich was anzünden? Ne, gut, das kann man nicht. Ich dachte, das kommt vielleicht an. Also, es ist eine Fackel, die wir anmachen können. Oh, was ist denn das hier? Feuer erforderlich, gut. Feuer können wir uns besorgen, kein Problem. Feuer haben wir. Ich zünde an. Erleuchtung, neue Herausforderung, abschließen für XP. Alles klar, haben wir. Zünden wir auch an. Gucken, was da rauskommt. Eine Kiste. Nice. Gut, Bergungsgut haben wir. Okay, okay, alles klar. Ist noch eine Kiste. Was sind das hier? Oh, da rutscht man runter. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Da drin ist auf jeden Fall irgendwas, aber die kommen wir nicht hier von vornherein, wie es ausschaut. Okay, dann gehen wir nochmal oben aufs Dach, würde ich sagen. Weil von hier aus kommen wir nirgendwo hin. Nö. Gut, dann spring. Sehr gut, Lara, sehr gut. Spring. Sehr gut. Spring. Und spring. Spring. Und spring. Halte E, um zu greifen. Alles klar, dann müssen wir uns da. Ah ne, die Fackel ist noch da, sehr schön. Spring. Cool, cool. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Dann wollen wir uns erstmal hin. Hier sind wir voll mit dem Zeug. Was sind wir hier? Ja, noch nix. Unsere Fackel verloren, das ist doch eine Scheiße. Bitte ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft, ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten. Nicht anzuraten wäre. Hm, ist klar. Die macht also der Bein drauf. Ich bin voll mit dem, alles klar. Ja. Bergungsgut auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Da kann man schon wieder sowas anzünden. Wie komme ich denn an sowas dran? Ich glaube, wir brauchen noch irgendwas, um das zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das... Hm. Komisch, wirklich komisch. Ich kann aber versuchen, das... Kann man auch nicht abschießen. Das kann man auch nicht abschießen. Man muss es bestimmt anzünden und dann zum Schwingen bringen. Aber wie bringt man das dann zum Schwingen? Also ich habe da irgendwie noch nichts dazu bekommen, das irgendwie schwingen zu lassen. Scheiße, hier brauchen wir jetzt eine Fackel. Und ich habe nämlich keine.
Ach, Menno, was ist das hier? Ne, das kann man jetzt nicht machen. Ich glaube, es wäre auch rot geworden, wenn man damit hätte was machen können, ne?